Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Command & Conquer Generals. Heute probieren wir es mal wieder. 1 gegen 3. Mit dem Nuke General. Ich glaube, zuletzt hatten wir mal den Panzergeneral genommen. Zwischendurch habe ich es mal mit dem Superwaffengeneral probiert und ich möchte einfach nicht es sein lassen. Ich möchte es irgendwie schaffen und hoffe, dass wir hier eventuell jetzt gut durchkommen. Auf geht's. Komm, bau. Aufbauen. So. Also, wir probieren's nochmal mit Twilight Flame. Wir probieren's nochmal hier weiter oben links. Da haben wir übrigens den Radarturm, der sich dann ausfährt. Finde ich übrigens auch ein cooles Detail. So, dann haben wir hier das erste Versorgungsgebäude. Und die Frage ist natürlich, sollte ich nicht eventuell auch eigentlich ein Versorgungsgebäude da oben mal hinbauen? Mal testen, ob die da voll drauf einsteigen oder nicht. Ich nehme mal ein bisschen weniger Platz ein. Probier mal da ein bisschen weiter hinten die Gatling Gun zu bauen. Ich kann ja auch theoretisch hier auf dem High... Wait. Ja, doch. Hier auf dem High Ground könnte ich dann sonst noch meine Verteidigung aufbauen für hier oben. Man quasi eine so durchgehende Kette auch machen. So, Upgrade complete. Die anderen gehen hier hin. So, Construction complete. Hier bauen wir auch nochmal eine Gatling Gun hin. Oh, die sind echt weit hinten jetzt, ne? Anyway. So, gehen wir hier vor. Okay, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie das jetzt mit dem Bunker aussieht. Oh, das ist ein Minigunner. Ich kann mir vorstellen, ein Minigunner könnte sogar fast zwei von meinen Dudes erledigen. Okay, aber Cyborg-General ist eigentlich eine ganz gute Sache, würde ich behaupten. Oh. Voll gut, wie sie sich befördern langsam. Weiter so. Oha. Die Linksgeschütze. Also wieder einmal GLA. Geht da hier was? Dann bauen wir hier noch eins. Oha. Ha? Wo ist mein anderer Bulldozer? Ach, der baut hier noch eine Gatling. Alles gut. So, wir brauchen Energie. Sonst sind wir hier wirklich ganz, ganz schnell angeschmiert. Also wir haben jetzt auf jeden Fall hier zwei Income-Quellen. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist ein guter Start. So, für etwaige Hinterhaltsaktionen gehen wir mal hier hinten hin. Hier bauen wir noch einen Bunker hin. Oha. Ah, hier geht's sogar noch heim. Ah, die kommen sogar noch an. Sehr schön. So, dann haben wir eine dritte Gatling Gun hier oben. Dann bauen wir noch eine vierte. Okay. Let's go. Wir brauchen... Oh, wir brauchen mal eine Waffenfabrik. Da habe ich ja noch gar nichts gebaut. Ah, der Rebell kann ruhig hier rüberkommen. Alles gut.
Gut, dass die Dinger alle fallen, das ist okay. Die haben mir aber am Anfang einfach sehr, sehr viel Kohle beschert. Das ist ein Invest, was sich auf jeden Fall gelohnt hat. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Bunker oder so da unten. Hey, alles gut, Leute. Nicht komplett durchdrehen. Chain Guns Upgrade machen wir jetzt mal. Hey! Auch noch einen Bulldozer. Wir können uns sogar vor allem einen leisten. Dave wird promoted. Eine Gatling Gun ist weg. Ja, ich habe den Bulldozer vorher schon abgezogen, weil ich dachte mir, hey, lieber. Nur eine Gatling Gun verlieren, als eine Gatling Gun und einen Bulldozer. Letzteres wäre halt sehr verheerend. Okay. Vier Gatling Guns. Wir bauen hier mal eine Kaserne hin. Propagandazentrale haben wir hier. Okay. Oh, noch geht das nicht. Okay. Aber sowas muss man eigentlich immer von hinten verteidigen. Das ist immer so umständlich. Man denkt sich immer so, ey, reparier doch automatisch von hinten. Unit lost? Achso, ja, gut. Vielleicht können wir die nochmal spreaden. Dann... Hier hinten brauchen wir auch noch Verteidigung. 5 hier. 5 da. So, wir schlagen jetzt mal neue Wege ein. Wir bauen jetzt schon einen Nuke. So. Im Süden nochmal ein bisschen Verteidigung. Die können da gar nichts machen, gefühlt. Okay, ich schätze mal wieder hier. Okay, gut zu wissen. Oh, schon wieder an der... Nee, normaler GLA. So. Oh, energietechnisch sind wir gerade am absoluten Limit. Wir werden promoted, sehr schön. Ihr geht mal hier rein. Du brauchst mal... Nee, warte. Erstes Hackerzentrum. Dann können wir den Rest bauen, ist alles gut. So. 1200, dafür bringen die... Ah, wait, ich habe sogar schon Energie gebaut. Cool. Ey, Bro. Ja. Nicht nur, dass er gerade nichts auf die Kette kriegt, sondern... Er verhindert auch noch, dass die andere Unit durchfährt. Ey, greift doch nicht meine Dudes an.
wollte gerade sagen, lieber die als die Gatling Gun, aber... Wie? Okay. Let's go. Going to next link up. There's always a way in. No system is safe. China. China will grow larger. Is complete. The enemy. Dead in their tracks. Yes, we have big plans. Oh no. China's rocket soldier. So, stärkere Artilleriefeuer. Weiter bauen bitte. Alter. Tactical Nuke für die Meek. Just wait for it. Wird lustig. Upgrade complete. Alter. Congratulations, General. You have been promoted. Unit. Sehr gut. Okay, 3 Beförderungen. Upgrade completed. Okay, ihr verteidigt mal hier ein bisschen rein. Okay. Tactical Nuke Meek. Die nächste. Oha, hier oben wird sogar angegriffen. Krass. Ja, wie im Prinzip überall, ne? Oha. Ja? $2000 direkt. Oh. Ja. Belastend. Jeder Verlust von irgendwas ist immer schmerzhaft. Wie habe ich denn das schon gehittet? Okay, let's go. Wir hitten da mal rein. Lol, er lebt ja immer noch. Ey, dieser Jarman Kell nervt übelst. Strapped in and ready. Target's location confirmed. Oh oh. Wir sind halt wieder an dem Punkt. Also wenn die Bulldozer halt einfach die ganze Zeit Neid werden, dann wird es halt irgendwann ein bisschen anstrengend. Dass der die ganze Zeit hier meine... Okay, wir haben noch 1,5 Minuten für die Nuke. That's a good start. You stay.
Sehr gut. Ja, da ist schon wieder der Dude, ey. So, wir gucken mal, wie viel Schaden das eigentlich so anrichtet hier. Ansonsten hitten wir hier die Nuke mal direkt rein. Ganz kurz. Es kann sein, dass wir da rein müssen. Eigentlich mache ich die ganz gerne, aber ich habe die mal getestet. War das mit dem Tank General sogar, wo wir das gesehen, wo ihr das sogar gesehen haben könntet? Und da haben wir halt volles Matt aufs Fressbrett bekommen. Weil die sich irgendwie immer nach dem Schießen neu aufstellen oder so. So, die Nuke ist schon mal weg. Sehr schön. Oh, 4 Meeks verloren. Ärgerlich. Aber die Nuke ist weg. Lohnt sich. Okay, ganz kurz. Wir können hier nochmal was Besonderes machen. Neutronenbomben. Das wird halt jetzt echt krass, diese Neutronengeschichte. Oh, ich irgendwo... Nee, ich sehe nirgends das Geld hinkommen. Guck mal, der stellt sich jedes Mal neu auf. Ich verstehe das nicht. Bleib doch an deiner Position und mach... Schieß doch einfach. Oh, hello there. $846, ihr habt nicht mehr. Okay. Nice. Okay. So. Let's go. Warum die Gegner zerstören, wenn man sie neutralisieren kann? Okay, bringt hier nichts. Okay. Sehr gut. Hat er wieder mal einen passenden Moment gefunden und meinen Dings neutralisiert. Ja, aber es könnte klappen, ne? So, und wir haben uns den jetzt geholt. Ja, wer hatte da... Achso, oh, jetzt habe ich ihn wieder neutralisiert. Ups. Was war das? Ah, okay. Das ist sinnvoll. Ich erkläre es, wenn es soweit ist. Ja, jetzt haben wir auch einen GLA-Truck, Panzer. Huch. Oh, Backload, das kann er nicht viel ausrichten. Ah, nice. Ich brauche auf jeden Fall Gatling-Panzer. Ich habe auch noch einen Truppentransporter. Ich muss hier die Menschen
Also hier die Fahrzeuge bräuchte ich. Ach, da unten ist... Ja, da unten ist das Nuke-Ding weg. Egal, die haben sogar bessere Dienste erwiesen, als ich gedacht hätte. Als ich erwartet hätte. Das Gute ist, bis jetzt haben sie halt nichts in Richtung Superwaffen machen können. Schade. Wir haben eine Gatling Gun verloren. Er hat sich schon wieder den Bulldozer geschnappt. Aber auch süß, wie er einfach nur das eine macht und nichts anderes, ne? Mhm. Okay. Wo hauen wir die Nuke rein? Ah. Cyborg-General. Oh ja. Ah, wir müssen doch alle viel mehr Geld haben, oder? $2000, danke. Kam nicht durch. Schade. Aber was tut ihm denn noch weh? Gehen wir mal da so rein. Wie die aber auch immer die Gatling-Panzer fokussen. Was mir überhaupt nicht gefällt. Weil ich will die Gatling-Panzer haben. Ich brauche die Gatling-Panzer, glaube ich. Weil sonst stiehlt er meine Units und dann ist es ja RIP. China's Air Force altering course. We will defend this airspace. Oh oh, ja, die habe ich als 1 genommen. Die wollte ich als 1 haben, ne? Ja, diese kleinen Nukes von den Meeks sind halt auch echt krass. So, warte mal, du bist Nummer 5. Ja, genau, brauchen wir ein paar Gatling-Panzer. Okay, er baut wieder sein Flugfeld. Eins muss man der KI lassen, sie ist sehr beharrlich, was die Produktion von Sachen angeht. Sie haben ihre Überzeugung und probieren sie dann immer weiter und weiter durchzusetzen. Ja, jetzt merkt er so langsam aber sicher, okay, vielleicht sind die Gatling-Panzer nicht die größte Bedrohung. Warte mal, bauen wir hier so einen Turm hin. Dann werden alle Units vor Ort geheilt. Oh, habe ich gerade meinen eigenen Gatling-Panzer hier? Ups. Jetzt mal so blöd gefragt, ne? Kann ich hier eventuell... Du heilst dich mal hier. Ich kann da zumindest Geld sammeln gehen, ne? Ob ich da jetzt dringend ein neues Versorgungsdepot bauen sollte, ist natürlich eine andere Frage.
Er merkt nicht, dass die Gatling-Panzer nicht die größte Bedrohung sind. Oh Mann. Ist gut, dass ich dafür ein paar Menschen noch abgestellt habe. Hallo! Geh da doch rein! Mann, im Himmel, ey, das ist doch... Danke! Ist doch echt nicht so schwer eigentlich. Befehl bekommen, ausführen, und zwar möglichst effizient. So, schmeißen wir die Bomben mal hin. Alter, stimmt, du bist ja auch GLA. Ah, das ist aber ein Undercover-General. Oh lol. Der baut seit Ewigkeiten eine Scud, aber baut sie halt auch nicht. Ey. Autsch. Kollateralschaden vom Feuer der Overlords. So, ist jetzt alles egal. Komm, gehen wir oben lang. Es ist so geil. Die Dinger sind so cool. So. Ich bin groß. Du bist 5, ne? Ja. Nehme dich als 6 mit rein. Sowas genau will ich halt auch die Dings haben. Die Gatling-Panzer. Sehr schön. Ah, die Mii haben mehr Armor. Kann ich es eventuell jetzt wirklich schaffen? Ich habe früher sehr oft Nuke General gespielt. Ich weiß, ich habe letztens mal gesagt, dass ich, glaube ich, mit Amerika am besten spielen kann, aber da habe ich einfach mal so ein bisschen versucht auch zu überlegen, was würde mir denn heutzutage am besten liegen, so ein bisschen auch ausgehend davon, was ich sonst so in Strategiespielen zocke. Also welche Units ich nutze und sowas. Oh, da ist noch ein Overlord. Ja, der wird auf ewig da bleiben. Vielleicht. Oh no. Schlecht gemicrot. Beziehungsweise gar nicht. Ja, die Stinger-Stellung haben keine Chance halt, ne? Das ist halt übelst krass. So, wir lassen das Flugfeld mal in Ruhe. Das wird leider... Wir warten noch einen Moment, bis das Artilleriefeuer ready ist. Ist aber krass, wie viele Units die teilweise haben und sie einfach nicht losschicken, ne? Wollt ihr mal sehen, was passiert, wenn eine EMP auf einen Meek trifft? Oh, der nutzt das sogar aktiv. Was ich cool finde, wenn du eine neutralisierte Einheit zurückholst, dann ist sie auch sofort wieder in deiner Kommandogruppe drin. Also die ist wieder auf demselben Dings. Oh mein Gott. Ach man, gerade wo ich ihn reparieren wollte. Die ist dann wieder hier quasi in Nummer 1. Hä? We have launched our nuclear missile. Let's go. Das sieht mir da vorne rein. Das sollte reichen eigentlich. Ah, dieser Jarman Kerl ist leider viel zu schnell dann.
So. Move. Andere Komfortoptionen. Guck mal, wenn du zum Beispiel einen wählst, wo du schon was produziert hast, so, dann kannst du halt nichts. Oh oh. Ey, der hat schon wieder einen neutralisiert. So. Okay, aber er kann auch super viele Sachen undercover machen, obwohl er nur in Anführungszeichen Standard GLA ist. Oh oh. Oh oh. Ja, also mittlerweile überleben wir das sogar ganz gut. Rennt er da weg jetzt, hä? Alter. Ja, willkommen dazu, wie ich früher Command & Conquer Generals gespielt habe. Overlords bauen, Leute überrennen. Und dadurch, dass du auch diese ganzen Uran-Sachen oder whatever hast, als Nuke General, kann sogar einer ohne Gatling Tower etwas gegen Infanterie tun. Und wenn die eigenen Units quasi hochgehen, ich weiß nicht, ob das für alle zählt, aber im Prinzip normalerweise machen die dann sogar noch ein bisschen. Oh. Deswegen wollte ich eigentlich den Neutralisierten kaputt machen, aber irgendwie Steuerung Angriff funktioniert anscheinend nicht so gut. Er hat sogar noch Raketenbuggies hier. Schaut mal. Er ist jetzt natürlich nicht die bevorzugte Unit für Infanterie, aber funktioniert. So. Warning, a Scud Storm has been detected. Hä? Jetzt also doch. Ach, von Blau auch noch. Wo? Ach, da. Oh, wisst ihr was? Wir machen das jetzt sehr lustig. Let's go. Oh, das war knapp. Ey, dieser German Kerl nervt so hart. Alter, wie viele Verteidigungsgebäude hat er wieder nachproduzieren können? Thank you.
Oh, finally, ey. Okay. We have launched our nuclear missile. Wir haben keinen mit Propagandaturm hier vorne, aber oh! Oh, die sind alle wenigstens befördert. Verteidigt mal hier China's Airspace. Komm schon. Holt euch den Scud-Sturm. Und in einer Minute 40 kann ich sogar noch einen Scud-Storm aktivieren. Nice. Meine Scud. Und ihr verteidigt das jetzt hier. Haben wir noch alle Meeks? Ja, haben wir natürlich. So, jetzt wo wir uns mal so ein bisschen rausgekämpft haben, können wir tatsächlich hier nochmal ein Sammeldepot bauen. Oh. Ah, wobei ich wieder nochmal einmal Kohle abziehen. Die Overlords haben alle keine Upgrades. Jetzt habe ich wieder die Menschen hier abgezogen. Alles gut. Oh oh. Jetzt habe ich schlafende Hunde geweckt. Ey, er hat keine Kohle. Okay, gut, dann brauche ich den auch gar nicht mehr. Ja, das können wir gleich mit unserer eigenen Scudstorm angreifen. Da ist es. Merken wir uns. Unter dem brennenden Gebäude. Oh, verteidigt. Oh, da sind noch sicher irgendwelche Units. Oh. Sehr gut. Oh oh, nicht sehr gut. Aber Scudstorm ist ready. Ist auch gut, dass sie daran gedacht haben, das auch auf Deutsch, nicht auf Deutsch, sondern für China zu vertonen. Ah, die Scudstorm, also die für die eigene Fraktion fremden Superwaffen, die werden da halt nicht aufgelistet in der Anzeige rechts. Übrigens, ich habe auch ein Gefecht gespielt, mal glaube ich in dem Hauptgame ohne Zero Hour, also ohne das Add-on. Und musste dann tatsächlich feststellen, sehr überraschend, dass tatsächlich, oh je, dass tatsächlich die, ich
Oh, ich habe kaum noch Bulldozer. Oh, da. Gibt's einige Verteidigungsstätten. Komm, Leute. Machen wir die Tunnel schnell weg. Da könnt ihr auch leichter nach vorne. Ich musste feststellen, dass die Superwaffen früher gar nicht rechts aufgelistet waren. Ich glaube, da musst du wirklich auf jede einzelne Superwaffe draufdrücken und da dann angreifen mit. Er hat schon wieder so einen Jarman Kell, aber es ist nicht schlimm, der wird gleich down sein, der Dude. Ja, da war er. Alles gut. Let's go. Scudstorm ready. Our Scudstorm has been launched. Ready for action. Our nuclear missile is ready, General. We have launched our nuclear missile. We have discovered an enemy Black Lotus. The People's Army. They cannot destroy China. Unit lost. Alter. Ja. Hä? Wait, habe ich den Scudsturm gerade mit einem Scudsturm erledigt? So geil wie die. Wir haben mittlerweile viel zu viele Overlords. Wir kriegen die gar nicht mehr alle zusammen. Wait, das ist grün, dessen Jarman Kell wir da die ganze Zeit erledigen wollen. Oder was? Keine Ahnung, Alter. Oh, hast du noch Geld? Jawoll! Den ersten haben wir besiegt. Blau ist schon mal weg. Blau ist weg. Keine Vorräte hier, keine Vorräte da. Also gut, wenn man das wirklich serious spielen will, noch irgendwie, also beziehungsweise was heißt serious? Wenn man an diesem Punkt natürlich noch voll drin wäre im, ey, ich muss die ganze Zeit nachpumpen und was weiß ich was, dann würde man natürlich sagen, okay, ich probiere jetzt irgendwie ich probiere jetzt nochmal hier immer wieder perfekten Nachschub zu liefern. Ich baue durchgehend irgendwie die Hacker. Ich baue durchgehend das. Ich baue durchgehend das. Da wird man halt richtig, richtig, richtig heavy halt. Gatling Cannon is ready. Dann würdest du natürlich durchgehend Hacker bauen, du würdest dich durchgehend darum kümmern, dass seine Panzerproduktion läuft. Da wir das jetzt gerade ja nicht so highly competitive spielen, sind wir da natürlich jetzt nicht. Wird süß, wie der Cyborg-General sich denkt, ich möchte jetzt auch noch ein, ich möchte auch mal einen Overlord haben, ist voll unfair. Bin ich süß. We defend China's airspace. There's always a way in. No system is safe. Aircraft standing by. I am in control. Nothing in our way. In our moment. Oh. So, jetzt haben wir nur noch die Overlords. We have discovered an enemy German kill. Nice. Immediately. This building is ours. Yes, sir. Geil, da manche noch kommen, die einfach nur verletzt sind. No system is safe. No system is safe. Die armen Dudes.
So, das Coole ist, hier können wir halt dieses Guard machen, womit, glaube ich, jedes Ziel in der Reichweite dann angegriffen wird. Das kannst du nicht machen, wenn du Einheiten hast, die nicht angreifen können. Und in dem Fall war der Truppentransporter eine dieser Units. We will defend this airspace. I will crush. Warning, a scud storm has been detected. Und wieder? This is the Overlord. I captured the building, sir. Overlord is waiting. What do you need? I am in control. Also Bunker, damit ihr das auch mal auf der anderen Seite seht, wenn die Gegner sich hier verteidigen. Bunker sind halt echt fies. Vorausgesetzt, er hat jetzt. Er hat nichts im Bunker drin. Ist natürlich smart. Ärgerlich. Scudstorm? Ah, da hat er seinen Scud gebaut. Zu wissen. 208 Dollar, die nehmen wir natürlich auch nochmal mit. So, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Oh. Haben auch das Hauptgebäude mitgenommen. Unit lost. No system is China's safe. Armored transport. Yes! Defenders of peace! Right away. Our nuclear missile is ready, General. Oh! Das auch noch! Ja, guck, dann clearen sie alles, wenn du Guard machst. Das ist cool. Das ist sowas, so ein Command, das würde ich mir halt für so verschiedene Sachen dann auch noch wünschen. We defend China's airspace. Initiating air patrol. It is time. Overlord moving. This will be over. Es ist jetzt quasi ein Tag, nachdem ich das gegen drei harte KIs mit dem mit dem Tank General war's, probiere. Muss ehrlich gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal schaffe. Aber wir sind halt nach 50 Minuten irgendwann halt wirklich durchgebrochen, was halt cool ist. So. Komm, irgendwelche Stingerstellungen. Oh ne, doch nicht. Oh, schade. Ich hätte hier ein bisschen Kohle mit snacken können. Oh, Guard. Ey, die haben einen Overlord als Kollateralschaden geopfert. Ah, er verkauft alles. Sehr gut. Ein harter Gegner nur noch. Leute, wir sind bald durch. Oh, da sind sogar noch Vorräte. Ah, ich habe aus Versehen nicht 6, sondern 7 gedrückt und da ist natürlich keine Waffenfabrik hinterlegt. Aber GLA wird jetzt eine Sache natürlich ein bisschen anstrengend, weil... Die haben halt hier auch die Möglichkeit, alles getarnt zu machen. Guck, der geht als Kollateralschaden fast down. Tja. Ja, so ist es halt bei Overlords, ne? Das ist halt, du kannst halt nicht auf jeden Rücksicht nehmen. What? Ach so, das sind die Meeks. Bro. Spannt euch mal. Ich wollte gerade sagen, wir verlieren unsere eigenen Units da nur.
Oha. It's getting serious. Oh. Noch $317. Ganzen Overlords hier nachkommen. Ah ja, und weil wir das Gebäude in der Mitte noch haben, mit den vergünstigten Fahrzeugen, sparen wir sogar pro Overlord nochmal 200. Kriegen wir eigentlich auch Rabatt auf die Upgrades? Nö, natürlich nicht. Wäre zu frech. Ich denke mal auch, da haben wir die Unit verloren. Ja. Bauen wir die mal hier hin. Warte. Geht mal dahin. Ja, komm, Mate. Du hast keine Chance. Richtig, die Scud-Stürme. Tschüss. Das gucken wir uns mal an. Abflug. Und Ankunft. Ich genieße es aber auch gerade so ein bisschen, weil es war so ein, ja, so eine Odyssee tatsächlich. Ich habe es jetzt irgendwie schon 7-8 Mal probiert gegen 3 harte KI-Gegner. War sogar an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, soll ich es noch schwieriger machen, weil man muss ja auch den Spielspaß natürlich aufrechterhalten. Aber es hat halt funktioniert und... Ich habe auch teilweise Progress gemerkt. Ich habe gemerkt, dass manches besser klappt, manches weniger gut. Und ich glaube, was mir auf jeden Fall jetzt geholfen hat, ist, dass wir keinen Gegner als USA hatten. Jawohl, wir sind durch, Leute. Weil USA als Gegner ist immer schmerzhaft, spätestens wenn die mit Tomahawks kommen. Hä? Der hat doch... Hä? Der hat doch gerade seinen... Okay. Nothing in our way. I am Gatling cannon is ready. Our nuclear missile is ready, General. Oh. What do you need? Jetzt müssen wir die ganze Map anscheinend abklappern, um zu gucken, was er noch alles hat, oder was? Ach so. Ah, okay, er hat alles verkauft, aber da war noch ein Tunnel, der wieder aufgebaut wurde. Sehr gut. Nice. So, werte Damen und Herren. Wir haben es geschafft. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Sorge, weil ein paar Verteidigungssysteme vor mir wurden natürlich hart gecrushed. Das ist auch nur Gold ist und nicht Platin. Ich glaube, Platin ist, wenn du jeder gegen jeden machst. Wobei das auch, glaube ich, nicht für alles. Doch, es gilt anscheinend für alles. Hä, wait. Hier habe ich aber 1 gegen 2 gemacht. Oder wahrscheinlich, wenn du 1 gegen alle anderen machst. Das könnte natürlich auch sein. Ey, aber, China hat gut geklappt. Ah, Leute, ich habe mich einmal wirklich zu einem Loss auch durchhauen lassen. Ja, ärgerlich. Beat every skirmish map against the maximum number of hard opponents to earn this medal. Okay, werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Episode mit Command & Conquer Generals. Wenn ihr so ist, lasst gerne Daumen nach oben, dann gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Da geht's, glaube ich, jetzt mit der Kampagne weiter, weil ich glaube, noch viel mehr harte Gegner will ich mir dann nicht aufhalten. Tschüss.